Eines der Highlights im Haus der Seidenkultur ist ein technisches Atelier. Derer gab es zur Hochzeit der Textilstadt rund 50 an der Zahl. In den technischen Ateliers wurden die Vorstufen des Webens abgewickelt, und zwar von 3 Berufszünften. Der erste in der Regel war der Künstler im weißen Kittel. Das war der Musterzeichner. Der hat ganz konventionell ein Muster gezeichnet. Diese Musterzeichnung ging nun in die Hände eines Mannes, der aus der Musterzeichnung eine technische Zeichnung angefertigt hat. Das war der Patroneur. Der Patroneur hat auf seiner technischen Zeichnung festgelegt, nach welcher Art sich Kett- und Schussfaden binden, und hat damit auch die spätere Festigkeit des Gewebes bestimmt. Diese technische Zeichnung ging jetzt in die Hände eines Mannes, der vor einer Art Klavier saß, und man nannte ihn Kartenschläger. Und wir haben das große Glück, dass wir mit Gerhard K. Jansen einen der letzten Kartenschläger Krefelds live und in Farbe präsentieren können. Und er erklärt Ihnen jetzt, warum er kein Notenblatt an seinem Klavier, sondern eben halt diese technische Zeichnung hat und was er damit macht. Ich muss immer mitzählen. Diese Tastatur hat 8 Tasten, wie ein Klavier, einmal dunkel, einmal weiß. Das ist aber nur eine Orientierung, weil sich der prägt sich als Automatik der Kartenschläger ein. Der weiß dann, wenn der Punkt hier an 5 steht, weiß er genau, dass das diese Taste sein muss. Also wenn er jetzt Loch ist, zieht er ein Faden hoch, dann hat er 3-mal kein Loch, dann bleibt er und dann zieht er wieder hoch. Also ist Ja und Nein das 0 und 1. So, und das war die Geburtsstunde der Digitalisierung. Mit dem Herrn Jansen sind wir jetzt im technischen Atelier wieder komplett und können diese Vorstufen des Webens live und in Farbe zeigen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir dank Herrn Jansen mit alter Technik neue Muster wieder auflegen können.